Willkommen zurück. Wir sind bei der Bilanzanalyse. Thema dieses Videos sind die Grenzen der Bilanzanalyse, wobei wir noch einmal festhalten sollen, besser ist es, treffender, korrekter, wenn wir sprechen von der Jahresabschlussanalyse. Warum? Weil die Bilanz ja nur ein Teil des Jahresabschlusses ist. Ja, und weil wir, um mehr zu sehen, uns nicht nur auf die Bilanz konzentrieren können, sondern um das Unternehmen wirklich zu verstehen, uns auch konzentrieren müssen auf die Gewinn- und Verlustrechnung, auf den Anhang, auf den Lagebericht und vielleicht noch eine Cashflow-Betrachtung und so weiter und so weiter. Also Jahresabschluss ist der umfassendere Begriff. Trotz allem stoßen wir hier an Grenzen. Warum? Weil wir Externe sind und Externe bleiben. Wir betrachten das hier aus Sicht eines externen Bilanzlesers. Jemand, der eben nicht genau von innen her die Vorgänge kennt, der kein Insider ist, sondern eben ein Outsider. Also, die erste Grenze der Bilanzanalyse ist die Zeitpunktbetrachtung. Und das gilt vor allem für die Bilanz. Ja. Die Zeitpunktbetrachtung, schreiben wir es anders, Zeitpunktbetrachtung der Bilanz. Die Bilanz ist ein Foto. Und zwar ein Foto zum Bilanzstichtag. Meistens der 31.12., aber man kann ja auch abweichende Geschäftsjahre Regeln für das Unternehmen. Ja, dann ist, was weiß ich, der 30.9. oder was immer. Das ist alles möglich. Aber wie auch immer, ob es der 30.9. ist oder der 31.12., ist ein Foto, das von der Bilanz an diesem Tag gemacht wird. Und einen Tag vorher kann die Bilanz, würde sie dann erstellt werden, anders aussehen. Und eine Woche später auch schon wieder anders, würde sie zu diesem anderen Tag erstellt werden. Das Ganze wird etwas abgefedert durch die Zeitraumbetrachtung der G&V. Ja, also die Grenze, das Video heißt ja Grenzen der Bilanzanalyse, liegen darin, dass wir in der Bilanz einmal ein Foto haben und in der G&V einen Film. Ja, zwei unterschiedliche Dinge, was die Zeit angeht. Auch das ist eine Grenze, wobei die Zeitraumbetrachtung der G&V natürlich besser ist als die Zeitpunktbetrachtung der Bilanz. Aber wenn wir es hier im Zusammenhang sehen, ist es ein bisschen komisch. Die Bilanz ist ein Foto, die Gewinn- und Verlustrechnung ist ein Film. Ja, auch das bildet insgesamt wieder eine Grenze. Warum haben wir nicht zwei Instrumente, Bilanz und G&V, die, was die Zeit angeht, die gleiche Bezugsgröße haben, haben sie aber nicht. Weiter geht's. Daten sind veraltet. Zu dem Zeitpunkt, wo wir die Bilanz sehen, sind die Daten bereits Vergangenheit. Und das wird noch verschärft dadurch, dass ein Unternehmen, wenn es nicht gerade ein ganz großes, sehr publizitätspflichtiges Unternehmen ist, dann noch ein Jahr Zeit hat, die Sache zu veröffentlichen. Und viele Unternehmen noch nicht mal das ernst nehmen und noch später veröffentlichen. Also zu dem Zeitpunkt, wo die Bilanz fertig ist, sagen wir mal, Bilanzstichtag ist 31.12., sagen wir, irgendwann im März ist die Bilanz fertig. Ist sie bereits veraltet? Die Zahlen, die Daten sind veraltet. Und wenn das Teil dann veröffentlicht wird, sind die Daten noch weiter zurückliegend, noch älter. Wir sehen also ein Foto des Unternehmens, eine Momentaufnahme des Unternehmens von vor einem Jahr. Ja? Zeitpunktbetrachtung der Bilanz. Momentaufnahme. Ja? Eine Momentaufnahme. Wir sehen eine veraltete Momentaufnahme. Zeitraumbetrachtung der G&V ist also eine, tatsächlich schreiben wir es nochmal hin, eine Zeitraumbetrachtung.
Und hier schreiben wir dann zum Kontrast, um es auch verbal hinzukriegen, Zeitpunktbetrachtung. Ja, das sind so die merkfähigen Begriffe. G&V ist eine Zeitraumbetrachtung, Bilanz ist eine Zeitpunktbetrachtung. Daten sind veraltet, führt also dazu, dass wir, was die Bilanz angeht, eine veraltete Zeitpunktbetrachtung vornehmen, ja, wenn wir uns die Bilanz anschauen. Die Daten sind also veraltet. Und jetzt kommt das Entscheidende. Entscheidende Angaben fehlen. Und das ist ein Punkt, den man wirklich verstehen muss. Das, was in Wahrheit den Wert eines Unternehmens ausmacht, steht oft nicht in der Bilanz. Die Bilanz ist weitestgehend fixiert auf materielle Vermögenswerte. Das gilt nicht mehr uneingeschränkt. Da gibt es ein paar Ausnahmen. Aber gleichwohl liegt dort nach wie vor der Schwerpunkt bei den materiellen Vermögenswerten des Unternehmens. Das heißt, die Schreibtische, die Computer, von mir aus noch die Firmenfahrzeuge, wenn es sie denn gibt. Vielleicht ein Grundstück, ein Gebäude. Ja, das wäre dann wenigstens noch was wirklich handfest Greifbares, Verwertbares. Aber was wollen Sie mit ein paar Schreibtischen, was wollen Sie mit ein paar Computern? Computer werden heute, ich glaube, über 3 Jahre abgeschrieben. Ja, also haben Sie da wahrscheinlich vielleicht ein paar Computer, die vor 2 Jahren angeschafft wurden, die noch mit dem Restbuchwert dastehen und der Rest steht da mit 1 Euro Erinnerungswert. Ja. Entscheidende Angaben fehlen. Was sind entscheidende Angaben? Zum Beispiel Kundenlisten. Ja, man sagt, dass zum Beispiel das Unternehmen Apple über, ich weiß nicht, wie viele Millionen Kreditkartendaten verfügt. Und diese Kreditkarten sind fest gespeichert und als Zahlungsart aus Sicht des Kunden festgehalten. Das heißt, der Kunde sagt, ich möchte über diese Kreditkarte zahlen und Apple hat diese Daten gespeichert. Sowas ist ein Wert und zwar ein erheblicher Wert. Einmal im Sinne von Kundenbindung, denn der Kunde ist tendenziell da eher bequem und möchte das nicht so schnell ändern. Und im Sinne von Macht, ja, dass man eben diese ganzen Daten hat und noch aus einigen anderen Aspekten heraus sind Kundenlisten, Zahlungsangaben wichtige Faktoren, die aber in der Bilanz nicht vorkommen. Dann zum Beispiel selbst geschaffene Marken, selbstgeschaffene Marken, nicht erworbene Marken, die werden aktiviert, weil hier auch ein, weil es quantifizierbar ist, ne? Weil hier ein Preis gezahlt wurde und dann wird das aktiviert. Aber wenn man eine Marke selber schafft, wenn man also ein Unternehmen gründet, und dieses Unternehmen wächst und gedeiht. Und irgendwann, um nochmal Apple zu bemühen hier, kennt jeder auf der Welt dieses Unternehmen, kennt das Logo. Dann sind das Milliardenwerte, die in dieser Marke stecken. Das steht aber nicht in der Bilanz. Ein weiterer wichtiger Aspekt. Gehen wir mal weg von diesen Giganten, ja, von Apple und ähnlichen Unternehmen. Apple, Google und so weiter. Die alle dieses Phänomen haben, der selbstgeschaffenen Marke, die milliardenwert ist. Aber gehen wir mal zum Mittelstand. Dann ist es die Qualität der Mitarbeiter. Die Qualität der Mitarbeiter steht nicht in der Bilanz, ist aber wichtig, manchmal entscheidend für den Erfolg des Unternehmens. Gut ausgebildete, disziplinierte Mitarbeiter. Wie viele Unternehmen haben dieses Outsourcing betrieben, weil es irgendwo in Rumänien der Stundensatz vielleicht ein Viertel von dem ist,
Wasser in Deutschland ist und haben Dollarzeichen in die Augen gekriegt, was sie da an Kosten sparen können und so weiter. Aber nicht daran gedacht, dass sie eine andere Qualität der Mitarbeiter eintauschen für diesen deutlich günstigeren Stundenlohn. Und wie viel sind beschämt zurückgekommen und haben gesagt, war wohl nichts und haben wieder Insourcing gemacht. Ja, dann hätte man sich das Gleiche auch sparen können. Und oft war der Grund, es wird nicht immer gesagt, ja, aber oft war der Grund, dass man die Qualität der Mitarbeiter, die man braucht, um auf einem gewissen Niveau eine Leistung anzubieten, ebenso im Ausland schwieriger findet, möglicherweise. Ja? Nur steht das in der Bilanz? Nein, es steht nicht in der Bilanz. Gut ausgebildete, erfahrene Mitarbeiter, die die Abläufe kennen, die Ideen beisteuern, kann sehr viel wert sein, steht aber nicht in der Bilanz. So, das ist gemeint mit entscheidende Angaben fehlen. Und das, was ich hier aufgelistet habe, sind entscheidende Punkte, aber es ist sicher nicht vollständig. Na, es gibt noch andere Faktoren, die den Wert eines Unternehmens ausmachen. Es sind diese immateriellen Faktoren, ja, die nicht in der Bilanz stehen. Und dann haben wir noch das Problem der Bewertungswahlrechte. Das ist stark eingeschränkt worden. Das war früher mal, mit früher meine ich so 80er Jahre, ja, bis dann das HGB reformiert wurde, das war Mitte der 80er Jahre, war hier mehr möglich. Ja, dann ist das sehr stark eingeschränkt worden, aber es gibt immer noch die Möglichkeit, gewisse Wahlrechte so oder so zu nutzen. Und dementsprechend stelle man sich zwei absolut baugleiche Unternehmen vor mit absolut denselben Zahlen und der eine nutzt ein Wahlrecht anders als der andere, dann sieht die Bilanz anders aus. Ja? Geringwertige Wirtschaftsgüter kann man sofort abschreiben, wenn sie unterhalb eines bestimmten Schwellenwertes sind, muss man aber nicht. Man kann das tun, man muss es aber nicht. Wenn man das nicht tut, sind die Vermögenswerte auf der Aktivseite der Bilanz höher als bei einem genau baugleichen Unternehmen, das das tut. Ja, und das bleibt nach wie vor, dass man also Wahlrechte hat. Man kann entsprechend der gesetzlichen Vorschriften oder auch der Standards so oder so entscheiden und dementsprechend ergibt sich ein unterschiedliches Bild. Ist die Bilanz von Unternehmen A genau baugleich mit Unternehmen B? Sieht anders aus, weil das Unternehmen bestimmte Wahlrechte anders genutzt hat. So, das sind die wesentlichen Schwächen und die wesentliche dieser wesentlichen Schwächen ist das hier. Ja, das muss man verstanden haben. Ja, die eigentlichen Vermögenswerte, für die auch dann im Fall einer Unternehmenskrise, wo dann die Heuschrecken kommen, ja, wie man das so nennt, diese Leute, die dann Unternehmen aufkaufen, diese Unternehmen dann irgendwie durch brutale Kostensenkungsprogramme wieder fit machen, die Zahlen verbessern und die dann Unternehmen dann 50 oder 100 Mal teurer verkaufen, als sie es gekauft haben. Oder aber das Unternehmen endgültig plündern, weil sie nur scharf sind auf zum Beispiel die Marke. Ja, das muss man verstehen. Das steht nicht in der Bilanz. Die Bilanz sieht wahrscheinlich verheerend aus. Aber der wahre Vermögenswert dieses Unternehmens steht ja gar nicht in der Bilanz, sondern kann ein Markenname sein, der nach wie vor Bekanntheit hat. Ja, das ist wichtig, dass eine Marke, zum Beispiel Millionen von Leuten kennen diese Marke, verbinden mit ihr positive Gefühle. Und das kann jemanden veranlassen, sich für ein Unternehmen zu interessieren, dessen Jahresabschluss verheerend aussieht.
Ja, da stecken andere Dinge dahinter, als in der Bilanz stehen, als in der Bilanz ausgewiesen sind. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.